Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oninaki Blind. Also beim letzten Mal haben wir uns hier durch die zweite Etage des Schattenpalastes durchgearbeitet. Und zwar haben wir hinten irgendwo noch eine Sicht zurückgelassen, mit der wir die andere Seite der Welt noch erkunden können, um noch eine Schatzruhe zu suchen. Und Schatzruhen sind nicht immer gut, aber meistens gut. Und schließlich wollen wir erkunden gehen. Hier haben wir erstmal noch mehr Bäume. Aber die können hier natürlich jetzt extrem nervig sein, wo wir hier sind, wo zwischendurch Heilung kommt. Aber ich werde auch nur um 2000 geheilt, ja, dann geht's ja. Wo kriegen wir hier die Angriffe von der Seite und von hinten gehen, die Bäume? Hey, da sind immerhin Universalsteine drin gewesen, das hat sich gelohnt. Also haben wir, glaube ich, gerade wieder unseren dritten Sensenstein gekriegt für Isana. Ja, korrekt. Dann kaufen wir direkt mal wieder irgendwas. Vielleicht erreicht sie irgendwann mal Rang 7. Wäre nicht schlecht. Durch Heilräucherstäbchen wird die Erscheinanzeige gefüllt. Einmal ihr Erscheinzustand. Boah, sure. Wenn wir schon im Erscheinzustand drin sind, den Erscheinzustand wieder etwas länger zu machen, klingt doch eigentlich insgesamt nicht schlecht. Auch wenn wir den, wie gesagt, kaum noch benutzen. Aber wer weiß, vielleicht beim nächsten Bosskampf mal wieder. Es ist eben einfach zu nützlich, theoretisch Gegner einfach löschen zu können, wenn wir über 150 Verbundenheit haben. Ne? Das hält einen so ein bisschen davon ab, den Erscheinungszustand zu benutzen, um tatsächlich ein bisschen mehr Schaden in der Zeit zu machen. Wenn ich stattdessen Gegner möglicherweise löschen kann, ist das irgendwie nicht so ganz hilfreich. Oh, hier nochmal ein Erzfeind rein. Na, nicht gekrittet. Oh, dem Schnitzer noch ordentlich Schaden gemacht. So, kannst du endlich mal drauf gehen? Jawohl, dankeschön. Blöder Baum. Jetzt hat er noch mehr Vögel gespawnt. Luftangriff plus. Ey, mehr Seelensteine. Sensensteine. Na, wunderbar. So, zack, zack, zack. Hier alles noch zerschnetzeln. Da unten war kein Gang. Okay. Ach, wieder mehr von den kleinen Soldaten. Für mehr Stahl der Weisen. Aber wir sollten gleich bei dem Grenzstein, bei dem wir gestartet haben, sollten wir mal eben schauen, ob wir irgendwie nochmal eine nützliche Waffe für unsere Party gekriegt haben. Ob wir nochmal zum Alchemisten zurück sollen oder nicht. Denn wir sollten wahrscheinlich so oder so nochmal zu ihm zurück, weil wir halt definitiv 100 Gegner getötet haben. Das heißt, wir könnten wieder neue Waffen basteln. Und unter den gebastelten Waffen könnten irgendwelche ziemlich guten Sachen dabei sein. Wissen wir natürlich nicht genau. Das ist immer ein gewisses Risiko. Andererseits dauert das Schnellreisen ja jetzt auch wirklich nicht so lange, dass es jetzt so grausam wäre, mal eben aus dem Dungeon nochmal rauszuporten. Das hält sich alles noch in Grenzen. Oh, den Sonic haben wir perfekt einfach mit einem Schlag gelöscht. So habe ich das gerne. Ich lösche einfach gerne Gegner mit vollen HP. Hey, mehr Sensensteine. Ich habe das Gefühl, dass Seelenstein Beute plus plus zahlt sich doch schon richtig aus. Scheint ganz nützlich zu sein. So, dann haben wir es zum Grenzstein zurückgeschafft. Dann haben wir auch das schöne Portal. Und dann schauen wir tatsächlich mal, was wir neues, schönes zusammenschmieden können. Aber warum nicht? Wie gesagt, erkunden ist und vorbereiten auf eventuelle finale Bosskämpfe, die vielleicht nah dran sind. So langsam aber sicher kriege ich das Gefühl, dass uns einfach noch mehr Etagen erwarten werden. Aber schauen wir mal. Hier können wir ein Heiligtum bauen. Schildkanone, die bei langwierigen Kämpfen einen Heilungsimpuls aussenden kann. Erhöhte Gesundheit. Okay.
Das Ding hat 35 Angriff. Okay. Eine Lilie, die wir schon in besser haben und Angriff plus. Das lohnt sich eigentlich nicht so richtig. Aber ich schätze mal, dieses Heiligtum bauen wir gerade mal eben. Einfach nur, weil wir, glaube ich, noch nie ein Heiligtum hatten. Ich wüsste zumindest nicht das. Also. Ne? Hier vielleicht irgendwelche guten Steine drin. Grundsätzliches Sehenstein. Hier, Reaktionsangriff plus plus braucht kein Mensch. Hier hast du schon mal 100. 270 Punkte. Hier kannst du dann nochmal welche haben. Dann sind wir auch schon bei genug Punkten. Einfach nur um das Ding zu haben. Vielleicht braucht man dafür irgendeine Quest. Ähnlich wie die Goliath-Axt, die wir für eine Ewigkeit nicht machen konnten, die auch richtig wenig Angriff hat. Aber wir haben tatsächlich theoretisch ein besseres Takenomitama gefunden, aber wir haben, glaube ich, keine so guten Steine mehr dafür. Wir haben nur noch Grundangriff und Fertigkeitsangriff plus plus da drin. Können wir theoretisch einfach noch weitere Angriff plus plus da reinpacken, aber haben wir noch zufällig Sehensteinbeute plus plus? Wenn ich es da wieder reinpacken kann. Ja. Außerdem haben wir den fiesen Pingi irgendwann mal gekriegt. Erhöht die Heilung. Maximale Verbundenheit. Erhöht maximale Verbundenheit um 200. Boah, okay. Also theoretisch könnte ich da jetzt nochmal eine bessere Waffe draus basteln. Nämlich wieder Seelensteinbeute plus plus Grundangriff, Basisfertigkeitenangriff und dann noch irgendwas anderes da reinschmiede. Falls wir als das vierte da drin haben wollten. Wir könnten natürlich hier einfach noch den einen der Angriffe noch besser machen. Den wir haben. Wir können direkt einfach eine Wiederbelebung Plus da reinpacken. Da haben wir noch irgendwelche anderen guten Plus-Plus-Fähigkeiten. Wir hatten theoretisch noch mal ein Gift Plus-Plus. Da wir eine Technik haben, mit der wir uns heilen, wäre vielleicht auch Heilung Plus-Plus insgesamt nicht schlecht. Okay, ist eine Überlegung wert. Seelensteinbeute Plus. Grundangriff Plus. Fertigkeitsangriff plus plus und dann, wie gesagt, da wir eine Technik haben, mit der wir uns heilen, müssen wir es nur wiederfinden. Da, Heilung plus plus. Das ist dann auf Aisha wieder. Jetzt müssen wir das Ding nur noch die HP upgraden. Haben mit ihm inzwischen mal hier unten irgendwas Vernünftiges gefunden. Boah, wir haben theoretisch bessere Lancelots. Mit tatsächlich freien Slots. Den können wir ihm dann wohl mal geben. Jetzt gleich nochmal eben umschneiden. Wie sieht's mit Isana aus? Wir haben wahrscheinlich keine noch bessere Lilie als die Vierer, ne? Noch eine weitere Vierer-Lilie. Ist grundsätzlich nicht schlecht. Und wie sieht's mit Treis aus? Hat eine gute Furcht gekriegt. Okay, dann gehen wir wohl noch ein bisschen mehr schmieden. Sehenstände ausrüsten. Ich habe gesagt, wir haben tatsächlich einen vernünftigen Lancelot gekriegt. Was wollen wir denn so Pi mal Daumen da drin haben? Hier hatten wir, genau, mit ihm hatten wir die beiden Angriffe speziell upgraded, die wir tatsächlich mit ihm benutzen. Am häufigsten, das macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn. Machen wir entsprechend wieder Luftangriff plus plus da rein. Und dann haben wir leider nicht Erdangriff plus plus. Also müssen wir unsere Attacken gleich mit ihm ein bisschen umstylen und nehmen dafür dann Schattenangriff plus plus, schätze ich. Und dann nehmen wir noch Grundangriff plus plus? Fragezeichen. Ich glaube, wir nehmen mit ihm noch Grundangriff plus plus. Okay. Dann hatten wir hier noch eine gute Furcht. Da können wir auch auf unsere Fähigkeiten verbessern. Luftangriff plus plus. Lichtangriff plus plus. Und dann kann er das Gift plus plus haben, weil er sowieso mit Debuffs und so arbeitet. Dann werden die Waffen jetzt noch auf. Wir haben bestimmt jede Menge Speere, die wir nicht wirklich brauchen. Hier ein paar unnütze Tristans und so.
Wunderbar. Naja, haben wir sogar einen Angriff für zurückgekriegt. So, hier können wir ruhig mal ein paar unnütze Äxte reinpacken, schätze ich. Hier so ein Nephilim brauchen wir nicht, hier so ein Atlas brauchen wir nicht. Schwächungszauberangriff von mir aus, Betäubenresistenz plus von mir aus. Paralysieren plus können wir ruhig mal versuchen rauszukriegen, warum nicht. 12 Angriffe mehr auf dem Lancelot. Ja, haben wir Paralysieren plus, Betäubungsresistenz plus und Schwächungszauberangriff wieder rausgekriegt. Okay. Die Lilie ist schon aufgebessert. Dann brauchen wir nur noch die Furcht hier abzugraden. Oh, die scheint nur 2 Angriffe dazu zu kriegen. Das ist enttäuschend. Da bestimmt irgendwelche unnützen Schildkanonen, oder? Sure, die hier und die hier. War wirklich nur 2 Angriff plus, ist ein bisschen enttäuschend. Da frage ich mich, ob wir halt irgendwelche schwachen Waffen haben, die eigentlich theoretisch richtig gut sein können. Weil sie halt unglaublich stark upgradebar sind. Boah, das Ding hier zum Beispiel kriegt halt mal eben hier plus 8 theoretisch und kann dann aber immer noch deutlich mehr in den Balken aufgewertet werden. Auch Samioren scheint noch richtig viel Damage theoretisch kriegen zu können. Weird. Naja. Ich glaube, wir müssen Treis noch ausrüsten. Nee, er braucht noch seine Dreierfurcht. Hier haben wir sowieso nichts geändert. Er hat ja schon den besseren Lanzenlot. Dann müssen wir hier nur noch ändern. Was haben wir jetzt verbessert? Kann man leider nicht mehr nachschauen. clever. Aber ich glaube, das war die Y-Fähigkeit, die wir verbessert haben. Die RB-Fähigkeit. Also tauschen wir das mal wieder um. Und dann hatten wir mit ihm hier auch Luftangriff und Lichtangriff. Das müssten damit, glaube ich, brauchen wir das so. Okay. Wieder schnelles Reisen, bitte. Bring mich wieder dahin, wo wir eigentlich hinwollen. In die Schattenhalle. Schattenhalle Mond. Ah, hier können wir zwischen Mond und Schnee hin und her wechseln. Wir wollen zu Mond 3, weil es da als nächstes irgendwo hingeht, wo wir noch nicht waren. Okay, das sind theoretisch wieder da, aber das interessiert mich nicht. Klar könnte ich mal eben Level 66 hochgehen, sind wir fast da. Ja, ich bin mir sicher, hier kriegen wir einfach noch mehr Dungeon. In der Tat. Wir kriegen einfach noch mehr Dungeon. Na gut. Von mir aus. Mehr Grenzsteine. Ja, so. Bin ich wieder mal perfekt getroffen, dass ich gerade im Angriff war. Aber dafür habe ich noch gelöscht. Also will ich mich nicht allzu sehr beschweren. Ja, hier mehr Rand. So, einmal einen Schock da durchhauen. Mehr Ordensritter für dir. Bin interessiert. Mich nicht. Da gibt es bestimmt Leute, die deutlich mehr mit dir spielen. Ist auch grundsätzlich auch nicht schlecht. War ja auch mal in der Überlegung, sie tatsächlich da Party am Ende mitzunehmen, weil sie halt Fernkämpfer hat und so, aber ich bin nicht mit unserer Party sehr zufrieden. Okay, hier haben wir unseren Sichtdieb gefunden. Wir sollten dringend die Geister löschen. Ah, wir haben den Sichtdieb erfolgreich gelöscht. Ich hatte nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert. Ich war fest davon ausgegangen, dass man die Sichtdiebe nicht löschen kann, weil sie als
quasi als Bosse zählen. Und entsprechend nicht mit irgendwelchen Effekten insta-killed werden können. Aber in der Tat kann man sich die insta-killen. Wie wir gerade perfekt bewiesen haben. Das ist sehr gut zu wissen. Ich meine, allzu viele Sichtdiebe werden wir vermutlich auch nicht mehr haben. Aber für die letzten paar, die wir noch haben, ist es kein schlechtes Wissen zu haben. Okay, Giftresistenz plus plus. So, welchen Effekt kriegen wir als nächstes nach? Mach mehr Schaden, wenn du kaum AP hast und werd periodisch geheilt. Treffer erzeugen große Mengen an Verbundenheit. Erlittener Schaden verbraucht jedoch große Mengen an Verbundenheit. Ich will meine Verbundenheit nicht verlieren. Wenn jetzt der clevere Spruch ist, dann wird halt nicht getroffen, Kevin. Könnt ihr euch sparen. Da bin ich auch selber drauf gekommen. Einfach nicht getroffen werden. Vorher. Okay. Das muss dann wohl unser Plan sein. Einfach möglichst nicht getroffen werden. So, hier vorne sind wir bei dem Portal und dem Grenzstein zurück. Der kann uns mal eben voll heilen. So, jetzt haben wir für eine kurze Weile die Sahne auch eigentlich nicht mehr eingesetzt. Die können wir solche wieder rausholen. Immer noch in der Hoffnung, dass wir sie als meist gelevelte irgendwie noch auf irgendwie durch ihren Fertigkeitenbaum durchkriegen. Das ging mal voll daneben. Na, aber als jetzt, als der Effekt sagte, es, Treffer große Mengen an Verbundenheit wegnehmen, hatte ich jetzt damit gerechnet, dass es, weiß nicht, 10%+ pro Treffer wegnehmen, das sind irgendwie 4%, das geht ja noch. Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Okay, das ist unsere Sicht schon wieder zu Ende, also war wieder ein sehr effektiver Sichtdieb gewesen. Da holen wir mal die Götter am Himmel raus. Um einen Baum möglichst zu erledigen. Ah, das komische Ding hier hat sich mehr HP als der Baum. Ich bin überrascht. Oh, Baum ist erledigt. Ist da noch ein kleiner Gegner? Yep, da ist noch einer. Hi, bye. Hey, Schatzruhe in dieser schönen Sackgasse. Mit einer Giftresistenz plus. Und da vorne ja unsere Sicht schon wieder zu Ende war, wo ist das, ein geheimer Gang? Nein, sah nur so aus. Lücke zwischen den beiden Bücherregalen war. So was wie Geheimgänge wären mir jetzt auch plötzlich neu in diesem Spiel. Was nicht heißt, dass es die nicht die ganze Zeit gab und ich einfach nur null davon gefunden habe. Also sie wären mir trotzdem neu. Hey, mehr Schwertsteine. Also ist der Sturmschlag erwacht. Und jetzt Engelsheilung. Okay. Hat der Sturmangriff schon vier Effekte drin? Ja. So muss man sich überlegen, was wir haben wollen. Verbundenheit erhöhen. Ist eigentlich noch das Unnützeste, ne? Ja, Verbundenheit ist das Unnützeste. Und dann nehme ich lieber die Heilung. Verbundenheit kriegen wir auf andere Arten und Weisen. Da ist mir die Heilung mehr wert. Jetzt können wir einfach normal angreifen, dafür kriege ich auch Verbundenheit. Wir haben so viele Stahl des Weisen. Wenn wir Zephyr nur noch, wir hätten so noch benutzen würden, ne? Dann wäre das auch noch nützlich. Na, Weißbrot, du wirst mal direkt gelöscht. Na, mehr göttliche Machenschaften. Na, hat er mich einfach mit Gift von meinem schönen Heilangriff abgehalten. Finde ich schon frech. Na, es sind noch mehr Weißbrote. Hi. Was machst du hier unten so ganz alleine? Sterben.
sterben, ist die Antwort. Ist ganz alleine gestorben, ohne seine Freundin in der Nähe zu haben. Traurige Geschichte. So, mehr kleine Soldaten zu erledigen. Okay, wo finden wir wohl den Sichtdieb? Schauen wir erstmal links. Na, mehr Weißbrote. Das eine Weißbrot zu erledigen hat mehr Weißbrote nachgespawnt. Da bin ich nicht besonders glücklich drüber. Vor allem nicht, wenn beide gleichzeitig ihre komische Spukattacke machen. Hey, mehr Schwertsteine. Sehr schön. Komm, Weißbrot, du kannst mal aufhören zu existieren, bitte. Danke. Da habe ich leider nicht viel Heilung rausgekriegt. Au. Hör auf mich zu hauen, mein Freund. Ha, natürlich ist einfach ein neuer gespawnt. So. Oh. Noch ein schöner Sturmschlag in den Rücken. Was soll das gleich gewesen sein? Wunderbar. Dafür kriegen wir mehr Ordensritter. Für Dia. Und das war tatsächlich einfach nur eine Sorgrosse. Dann suchen wir wohl mal weiter nach dem Sichtdieb. Ich vermute mal, er ist eher in der Sackgasse. Jawohl. Aber solange der Geist so weit außer Reichweite ist, dass er mich nicht angreift, kann ich ja hier stehen und Schatten blinzeln, so viel ich will. Bis er halt einen neuen Geist spawnt, das blöde Portal. So, das hat auf jeden Fall das Portal gelöscht. Und hat auch einen Geist noch direkt mitgelöscht. So. Wunderbar. Lichtangriff plus plus. Ich habe die blauen Effekte auf dem Boden gerade für noch das Schutzschild gehalten, dass mich nicht rauslaufen lässt. Ich habe schon gedacht, ich wäre jetzt da einfach stuck. Oder müsste irgendwie clever die, den Weg durch den Schleier nutzen, um an diesem Schutzschild irgendwie vorbeizukommen. In dem war allerdings nicht so. Es war einfach nur die blauen Lichteffekte, die halt auf dem Boden sind in diesem Dungeon. Ah, mehr Schwertsteine. Ach, mehr Bäume. Wunderbar. Und vor allem auch mehr Weißbrote. Anscheinend auch noch ein Weißbrot direkt hinter mir. Okay. Dann wollen wir nochmal diesen Baum löschen. Boom. Überraschenderweise, obwohl die Aufladezeit für den Angriff so lang ist, finde ich die Götter im Himmel noch als eine der nützlichsten ultimativen Fähigkeiten, die wir bis jetzt so genutzt haben. Sie ist ja trotzdem noch relativ leicht zu zielen. Braucht zwar eine Weile, ist aber halt eigentlich recht simpel einzusetzen. Simpler zu landen als manche andere. Wie zum Beispiel Isanas, wo man halt mitten zwischen den Gegnern stehen muss, um sie halt einzusetzen. Es ist hier schon ganz nützlich, dass ich einfach außerhalb von der Reichweite von Gegnern stehen kann und dann bumm reinspringe und Gegner damit erledige. Ich würde sagen, sehr nützlich. Komm, du. Danke. Geh kaputt. Noch Reaktionsangriff plus plus. Kabumm. Baum gelöscht. Müssen wir noch die ganzen kleinen Soldaten erledigen, die er gespawnt hat. Damit das Schutzschild weggeht. Sehr schön. Dann haben wir hier unten die Verbindung hergestellt und können hier oben noch einen Baum töten. Von mir aus. Zack. Na, es hat nicht gekrittet. Enttäuschend. Ich würde sagen, macht er jetzt bestimmt Gift, so viele kleine, wie schon wie noch da sind. So, wunderbar. Aufwärtshaken hat gut getroffen. Das hat selbstverständlich mehr Geister gespawnt. Seine gerade gespawnt und sich instant wieder wegteleportieren? Sah zumindest für einen Moment so aus. Oh, sind hier viele Bäume.
Wenn die ganzen kleinen Viecher, die spawnen, und wenigstens irgendwas geben würden. Aber ich gebe halt irgendwie nur einen Erfahrungspunkt pro. Also lohnt sich halt nicht mal. Hey, noch ein Universalstein. Immer gut zu haben. Vor allem, wo wir aktuell nicht so richtig viele Sidequests machen. Oh, hey. Wissen wir, was wir schon lange nicht mehr bekämpft haben? Ein Baum. Aber wie gesagt, das mit dem, wenn du getroffen wirst, verlierst du viel Verbundenheit, merke ich nicht so richtig, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Boah, sieben Schwertsteine haben wir schon wieder zusammen. Mein Gott, wir sollten mal einkaufen gehen. Ah, was haben wir denn hier? Verbundenheit wird durch Treffer erhöht. Ich meine, kostet nur eins. Wachsamkeit, Verbundenheit nach Erscheinenzustand erhöht. Schattenlaufen, je mehr Schwertsteine, das brauchen wir noch nicht. Kritische Chance bei Angriffen zum Aufheben. Ja, hier, komm. Kaufen wir mal Transzendenz. Kraft von Angriffen zum Aufheben der Verzögerung nach Aktion erhöht. Je mehr Verbundenheit, desto größer der Effekt. Schuhe, wir haben mal wieder drei Universalsteine. Können wir ruhig welche einsetzen. Gibt es noch einen Rang 8, ist die große Frage. Ich meine, es gibt immer noch einiges zu kaufen. Mehr als ich gedacht habe. Max Leveln ist teuer. Wie wir feststellen. Ah, nehmen wir doch mal ruhig hier so ein Heilräucherstäbchen mit. So, dann geht's nur noch hier oben lang. Für neue Richtungen. Ach, guck mal. Immer wieder einen Morgenstern haben wir schon tatsächlich seit einer ganz kurzen Weile nicht mehr gesehen. Mehr Ordensritter für dir? Mein Gott. Die kriegt die Waffen aber recht hinterhergeworfen ohne Ende. Okay, dann. Wenn wir hier einen neuen Grenzstern haben, überprüfen wir nochmal eben auch den Raum im Licht. Also wieso die Verbindung bis hierhin schon hergestellt haben. Und der Raum war tatsächlich leer. Im Licht. Oh, hey, mehr Pinguine. Oh, noch einen Greif gekriegt. Ja, spawn nicht ruhig direkt neben mich und mach das schnell. Wie geht das zu dem hier? Ihr braucht ja echt nicht lange unsichtbar in der Gegend rumzufliegen, ihr kleinen Weißbrote. Das hält nur meine Zeit auf. Und eure auch. Ah, noch ein Lancelot. Und noch ein Stahl des Weisen. Da oben steht schon wieder ein Baum. Wunderbar. Okay, also haben wir schon wieder zwei verschiedene Richtungen, die wir gehen können. Oh, der Dungeon erweist sich doch als länger, als ich erwartet hatte. Na gut. Ist wahrscheinlich auch der letzte Dungeon. Macht irgendwo Sinn. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir noch tiefer in... Wo sind wir eigentlich gerade? In die Schattenhalle Blume eintauchen werden. Und mal schauen, ob die Blume denn die letzte Etage ist oder ob wir noch tiefer hineingehen müssen in diese Schattenhallen. Bis dahin. Aloha.